Wir führen Bauchdeckenstraffungen mit Rektusdiastasenverschluss und eben auch Versetzen des Bauchnabels in Vollnarkose im Krankenhaus durch. Also nachdem der Patient operiert wurde, kommt er im Krankenhaus in den Aufwachraum und wird dort von dem Team im Krankenhaus betreut. Der Patient hat nach der Operation auch zwei Drainagen und im OP-Saal legen wir dem Patienten einen Verband an und auch einen Bauchgurt als Kompressionswäsche, damit das schön zusammenhält. Der Patient sollte nach einem Eingriff mit Rektusdiastasenverschluss auf gar keinen Fall schwer husten, niesen oder pressen. Denn wenn wir diesen Muskel, unseren Sixpack-Muskel, unseren Musculus rectus, innen in der Mitte wieder zusammennähen, halten diese Nähte, diese Faszie, also dieses Bindegewebe zusammen. Und sobald wir zu stark Bauchpresse anspannen oder benutzen, macht es richtig blub, 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 blub und die Fäden reißen aus, sodass das wirklich dringendst empfohlen ist, diese Bauchpresse zu vermeiden und auch ganz eng diesen Kompressionsgurt zu tragen. Dann sehen wir den Patienten am nächsten Tag. Der Patient hat noch Drainagen und kommt nach dem Krankenhaus in unsere Klinik oder wir kommen zu dem Patienten in die Klinik und schauen, wie viel Flüssigkeit in den Rettern und Drainagen darin ist. Wenn viel Flüssigkeit gelaufen ist, also mehr wie 30 Milliliter in 24 Stunden, entfernen wir die Drainagen nicht am ersten Tag, sondern wir belassen die Drainagen und schauen nur nach den Verbänden, ob darunter alles in Ordnung ist, ob es eine Nachblutung gegeben hat, ob die Wunde irgendwo aufgegangen ist und verbinden dann die Wunde neu. Im Anschluss kann der Patient gegebenenfalls auch mit Drainage die Klinik verlassen. Wir schulen den Patienten, wie man mit den Drainagen umgeht und entlassen dann den Patienten mit den Drainagen oder auch ohne Drainagen, wenn man die ziehen konnte, nach Hause. Mit Rektusdiastasenverschluss ist es für den Patienten die ersten 3 Tage schon recht anstrengend. Der Bauchraum innen ist auch oft so um 4 cm kleiner geworden und man läuft sehr, sehr stark gebückt, weil der Zug durch diesen wieder existierenden Muskel, der wieder Kraft hat, ziemlich stark nach unten ist. Der Patient darf sich bewegen, aber alles, was der Körper nur erlaubt. Er wird auch für die ersten 3 Tage von uns mit Schmerzmedikamenten versorgt, sodass er einfach nicht stark leiden muss. Wir empfehlen auch dem Patienten, in einem Stufenbett zu schlafen, also irgendwie was unter den Kopf zu legen, dass man einen erhöhten Kopf hat, unter die Beine zu legen, dass die Beine ein bisschen hochkommen, sodass der Bauch entlastet ist, weil die Patienten für schon circa 10 Tage sehr stark gebückt laufen. Und man fällt auch bei einer Bauchdeckenplastik körperlich circa 10 Tage aus, vor allem bei einer Bauchdeckenplastik mit Rektusdiastase. In diesen 10 Tagen, wie gesagt, man kann selbst auf die Toilette gehen, man kann sich auch was zum Trinken holen, man ist nur nicht leistungsfähig, wie man das sonst von sich kennt. Wir sehen den Patienten, solange die Drainagen drin sind, tagtäglich. Wenn dann die Drainagen gezogen sind, was in der Regel innerhalb der ersten 3 Tage passiert, fühlen sich die Patienten schon auch freier und nicht mehr ganz so eingeschränkt. Viele sagen so, mein Pfiffi ist weg, was natürlich klar ist, wenn man 2 so Drainagen bei sich hat, ist das schon ein bisschen einschränkend. Ich sage auch dem Patienten, Bewegung, Spazierengehen, alles, was machbar ist. Wenn die Drainagen entfernt sind, sehen wir den Patienten dann nach 1 Woche. Und die meisten Patienten sagen nach 1 Woche, der Bauch tut gar nicht mehr so arg weh. Jetzt ist es der Rücken, der mir so weh tut. Ja, weil man kann so schlecht auf dem Rücken liegen, so in ganz gerader Position. Und viele schlafen auch schlecht auf der Seite, weil es dann auch vermehrt zieht. Und somit bekommen manche Patienten eher Rückenprobleme von der Lagerung, wie dass der Bauch weh tut. Nach 7 Tagen wird die Wunde nur einmal kontrolliert. Wenn alles gut ist, kann der Patient dann erst nach 1 Woche wieder kommen, um Eckfäden zu ziehen. Wir verwenden auflösbare Fäden, das heißt, die resorbieren sich, die lösen sich von selbst auf. Wir müssen nur die Ecken ziehen, sodass es der Fadenzug überhaupt kein Problem darstellt.
Der Bauchgott muss dringend für 6 Wochen wirklich bei Rektusdiastasenverschluss kontinuierlich getragen werden, damit die Fäden nicht ausreißen und damit es schön innerlich vernarben kann und langfristig hält. Sport kann man so nach 6 Wochen wieder anfangen, aber bitte nicht mit Sit-Ups, sondern da wirklich sehr vorsichtig sein, dass die Bauchmuskeln nicht belastet werden. Da kann man so nach 12 Monaten wieder anfangen, die Bauchmuskeln richtig zu trainieren. Nach einer Bauchdeckenstraffung sollte man prinzipiell 14 Tage nicht duschen. Warum? Weil alle Feuchtigkeiten eine Wundheilung stören können. Man kann natürlich untenrum sich waschen oder zum Friseur gehen, um die Haare waschen zu lassen. Also bisher hat jeder Patient es noch hinbekommen, 14 Tage mal ohne Duschen oder Badewanne auszukommen. Die Frage kommt auch oft, wann kann ich wieder baden? Baden ist immer so ein Problem. Vollbadewannen sind eigentlich hygienisch nicht sehr gut vertretbar, weil wir mit unserem ganzen Genitalbereich in der Badewanne sitzen und sobald wir irgendwo nur eine kleine Wunde haben oder offene Stelle, kann die sich dann leider infizieren. Das gleiche gilt für Schwimmen. In chlorhaltigem Wasser, wo eben auch der ganze Körper drin ist, ist es eher ungünstig, mit frischen Wunden baden zu gehen. Wenn man allerdings in ein Meerwasser geht, wo kein Chlor ist und wo Salzgehalt ist, kann sogar förderlich für eine Wundheilung sein, wenn nach 2 Wochen die Wundheilung abgeschlossen ist und vielleicht noch eine kleine Stelle etwas nässt. Die Narben haben alle ihre eigene Geschichte. So das Endergebnis einer Bauchdeckenplastik sieht man nach circa 3 Monaten. Und dann gibt's noch, kann man weiter sagen, dass nach circa 3 Jahren dann die Narbenheilung abgeschlossen ist. Manche Patienten wollen unbedingt die Narbe pflegen. Man kann da gar nicht so viel machen. Manchmal kann man auch eine Narbe überpflegen und zu weich machen, dass dann die Narbe keinen Halt hat, zu weich wird und eher breit wird. Deswegen empfehle ich immer ein bisschen abwarten, wie die Narbe sich entwickelt. Wenn man sieht, dass die Narbe nicht in die richtige Richtung geht, kann man mit Silikonpflaster arbeiten oder mit Silikongelen. Da gibt es unterschiedlichste Marken oder auch nur einfach mit einer Wund- und Heilsalbe, Bepanthen. Das ist dann individuell zu entscheiden, aber zwangsläufig nicht sofort erforderlich und unbedingt notwendig. Eine Bauchdeckenstraffung wird oft nach Schwangerschaften durchgeführt, aber man weiß ja nie, ob man nochmal schwanger wird. Ja, nach einer Bauchdeckenstraffung ist es gut möglich, nochmal schwanger zu werden. Es kann dann aber sein, dass danach die Bauchhaut wieder hängt. Ansonsten ist natürlich so eine Bauchdeckenstraffung in der Regel eine einmalige Geschichte.